Was geht ihr Schinken und willkommen zurück zu einer neuen Folge TerraTech. Wir fangen genau da an, wo wir zuletzt aufgehört haben. Also ich habe die Batterien hier rangesetzt gerade eben, damit die einmal laden können. Und ich würde noch eben auch unser Solargenerator hier neben den anderen setzen. Ich glaube, das geht dann nämlich schneller. So. PlayerTech 4, okay. Wir haben hier noch so eine komische Raffinerie bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau. Die weißen Flächen waren ja immer die, wo das Endprodukt rauskam. Jetzt haben wir es irgendwie falsch rumgedreht. Okay. Drehst du dich auch nochmal richtig? Okay, es dauert vielleicht ein bisschen. So. Genau so wollte ich das haben. Also mit ein bisschen rumfrickeln kriegt man das auch irgendwie hin. Immer. Ich brauche so ein Empfangspad. Das kommt denn hier ran. Und jetzt probieren wir mal. Oh. Ah. Der zieht sich immer zwei Rohstoffe und macht daraus wahrscheinlich eins. Dann nehme ich nochmal die Raffinerie hier ab. Und packe hier so eins rauf. Mal gucken. Was ist das denn da für ein Block? Der gehört da gar nicht hin. So, den drehe ich nochmal. So, ein bisschen schneller. Und jetzt haben wir es richtig. Perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das? Kann ich auch in der Raffinerie verarbeitete Materialien hier durchschicken? Ich glaube, dafür ist das nämlich auch. Dann nehme ich nämlich eine Raffinerie, setze die hier irgendwie ran. Und die packe ich nochmal weg. Die Raffinerie muss ich hier irgendwie rankriegen. Na, jetzt habe ich das alles wieder verdreht. Ah. So, ich glaube, so passt das. Nicht ganz, aber so. Jetzt brauche ich eine zweite Raffinerie. Die setze ich dann hier rum. Ja, ich glaube, irgendwie so soll das. Aber es will nicht, wie ich will. Jetzt hacke ich hier schon in die Tasten. Machen wir das so. Hey, war eben ganz gut eigentlich. Ja, okay, dann machen wir das so. Der muss auch noch heilen. Ja, gut, aber er ist heil. Und jetzt nehme ich mir... Gut, der kann nochmal weg. So. Der Block kann auch weg. Und hier kommt dieses Tractor-Pad ran. Nee, nicht das Tractor-Pad, sondern das Empfangspad. Das ist ja gar nicht so eins. Die habe ich gar nicht scheinbar. Ah, ich würde aber eigentlich schon gerne. Bring das mal darüber. Den hier noch ein bisschen anders ransetzen. Sieht mir noch nicht gerade genug aus. Na? Komm. Jetzt sind wir wieder genau in der Ausgangsposition. Muss ich das einfach mal hier vorne probieren. Genau so. Ja gut, so wird's gehen. Ich brauche den da unter. Dann setze ich den darauf. Und jetzt brauche ich die Empfangspads. Die habe ich hier unter... Na? Wo habe ich die Empfangspads? Hier bei Accessory Blocks. Auch nicht. Power? Auch nicht. Ah, hier ist Stufe 2 Fabrikator. Der Empfänger. Packen wir die hier mal ran. Ein paar Empfänger. Und dann haben wir das auch soweit. Dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier noch ein paar Rohstoffe holen. Und dann versuche ich die mal irgendwie zusammenzupressen. Was ist das da vorne denn? Ach, das ist wieder Geocorp, glaube ich, ne? Ja, so heißen die. Bam, 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 bam. Oh, ist hinten umgefallen. Jetzt ist meine Chance. Ja, gib ihm. Nein.
Ah. Ach so, okay, ich dachte gerade schon, er wäre tot. Dann lasse ich den Regen auf ihn niederhageln. Verdammt, hat er viele Leben. Boom. Es ist... Oh. Verdammt, der hatte irgendwas, was ich brauchte. Das habe ich zerstört. Was ist das denn da? Ach was. Nehme ich die Gun nochmal von dem. Und dann geht's weiter. Mal gerade gucken. Ah, ich habe hier noch hier die anderen Geschütze. Wie mache ich das denn hier am besten? Setze ich den hier oben noch? Obwohl. Na gut, dann setze ich den hier. Aber hier, jetzt habe ich so ein unnötiges Tractor-Pad. Dann packe ich das einfach da an die Seite. Ich weiß nicht, was die machen. Ach, die schießen auch. Dann kann ich die einfach nach hier vorne setzen. Dann habe ich einfach nur so ein... Direkt da, wo ich ramme, nochmal so Injektor. Den Bohrer habe ich auch mitgenommen. Ich habe ja noch gar nichts abgebaut. Okay. Hier muss noch eine ran. Das sieht aus, ey. Ah, die oben schießen immer ab. So dickere Kugeln, aber viel seltener. Bringe ich die mal weg? Was brauche ich denn nicht hier? Achso, ja. Kannst du verkaufen, den brauche ich gar nicht. Was haben wir hier noch? Gearkorb. Also eine GSU-Reparaturblasen. Okay, dann kann die hier weg. Muss ich meine Batterien nochmal laden? Die habe ich ja jetzt alle geladen. Der kann da rein. Dann packe ich die Batterien da hinten rauf. Ups. Das wollte ich nicht. Ach so, den habe ich jetzt hier abgebaut natürlich. Perfekt. So, ich brauche die Batterien hier noch. Und schon sind wir wieder vollständig. Oh, nee, eine Batterie fehlt noch. Ich sag doch, ich hatte vier. Dachte ich mir schon. Und dann fahren wir jetzt nochmal los. Und da wir gerade voll gebabbelt sind und voll im Schutz sind, hole ich mir erstmal diesen Tanktop oder wie der hieß. Der nervt mich nämlich schon die ganze Zeit. Nee, Battleblock heißt er. Komm, gib ihm jetzt. Oh ja. Wir haben ihn durch. Und darf nur nicht unser Zentrum treffen. Oh ja, das ist zu viel für ihn. Oh, und der fällt hin. Und jetzt da, unten im Zentrum. Da war sein Herz. Kleine Panzerung. Ah, okay. Dann setze ich hier vorne mal Panzerung vor. Und hier an die Seiten vielleicht auch ein bisschen. Was ist das denn? Nee, die ist mir nicht groß genug. Die liegen ja jetzt überall rum. Krass. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Den nehmen wir noch. Dem haben wir jetzt auch nur zwei dran. Und der noch. Dann sieht das auch schon viel besser aus. Wir haben den Battleblock besiegt und haben uns neue Teile geholt. Was ist ein Blinkscheinwerfer? Was kann der? Ah, er wird auf jeden Fall gleich geheilt. Little Van. Oh, nee, tut mir leid. Oh, das ging ja jetzt schon richtig fatz. Oh, ich glaube, das Geschütz habe ich ganz zerstört. Schade. Fahren wir hier mal zu dem nächsten Fragezeichen. Und vielleicht finden wir ja noch ein paar Rohstoffe unterwegs. Ich guck die ganzen... Ah, da hinten sind solche Grünen wieder. Hier ist die Geocorp. Handelsstation. Und ich brauche das hier. Zack, 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 zack. Die brauche ich auch noch. Alles mitnehmen. Und hier können wir auch nochmal durch. Ach, hier kommen auch Rohstoffe raus. Perfekt.
Hier sind wieder solche Grünen, die bringen ganz gut, glaube ich. Oh ja, wir können richtig gut transportieren mittlerweile. So. Ziehen wir hier nochmal richtig durch. Was ich auch noch geil finden würde, wenn man das LAN spielen könnte irgendwie. Oder auch online. Das hätte echt was. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Da kann man sich gegenseitig die Blöcke abziehen. Mitten im Kampf equiptet man sich neu. Okay, jetzt sind wir voll. Oh, hier sind noch so eine grüne Smaragde. Okay, wenn man hier wegrammt, bringt das scheinbar nicht so viel. Wir bringen das Holz mal weg, das brauchen wir nicht. Ups. Wie habe ich das denn gemacht? Haben wir da auch was fallen gelassen? Irgendwas Wichtiges? Ja, unsere Lampe. Jetzt sind wir wieder vollständig. Ja, weg mit dir. Jetzt fahren wir mal wieder zurück und bringen die Sachen weg. Wie das aussieht, ey. Ein Riesenhaufen Ressourcen hinten drauf. Aber die ganzen Waffen, ne? Das Fahrzeug gefällt mir mittlerweile schon richtig gut. Und die Batterien halten gar nicht mal so kurz. Also die sind echt recht stabil, wenn man 4 Stück hat. So. Ziehen wir das mal runter hier alles. Fahren wir mal rückwärts ran. Und gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich dachte. Und? Okay. Wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt hole ich mir hunderte von diesen Guns. Okay, es funktioniert scheinbar doch nicht so, wie ich dachte. Es verstopft hier auch schon, weil der hier noch dazwischen ist. Okay, es müssen also 2 gleiche sein. Dann nehmen wir das nochmal auseinander. Die können wir verkaufen, die brauche ich absolut nicht. Vielleicht bringen die ja ein bisschen mehr Geld. Na, wirst du wohl dich verkaufen lassen? Hallo? Okay, nochmal. Ich will den verkaufen. Und den auch. Na? Jawohl. 600 bringen die? Okay, ich glaube, das lohnt sich doch. Aber da brauche ich immer 2 gleiche Rohstoffe, um irgendwas rauszubekommen. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal abbauen. Dann setzen wir hier nochmal die Raffinerien ein bisschen anders. So, die weißen, an den weißen wird das ja mal ausgegeben. Das wird auch davon... Alles, okay. Nee, nicht die Rohstoffe. Ich dachte gerade schon, es wird alles eingesaugt hier. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen ratlos. Also, ich brauche auf jeden Fall neue... Na, wo sind sie? Empfängerpads und Transport. Förderband, genau. Förderband heißen die Dinger. Achso, das wäre jetzt kaufen. Nee, wir haben welche im Inventar. Da, Förderband. Der fährt auch schon in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir den hier nur irgendwie da rankriegen. Ja, perfekt. So einmal. Und so einmal. Und dann können wir hier unsere Raffinerie noch irgendwie hinbauen. Ah, wie machen wir das? Weil da kriegt man noch ganz gut Kohle raus. Dann würde ich hier nämlich nochmal ein Empfangspad. Also die kann ich da ja auch dann selber reinziehen. Aber hier und hier brauche ich noch ein Empfangspad. Ja, und dann haben wir das soweit.
Jetzt muss ich nur noch einmal rumfahren, dass er die da alle verarbeiten kann. Na? So. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Ich wollte dieser Folge nämlich noch mal ein bisschen Teile sammeln gehen, heißt ein paar Gegner töten. Irgendwie funktioniert das nicht. Okay. Wieso funktioniert das nicht? War das andersrum? Eigentlich hier nicht. Das funktioniert hier direkt. Jetzt? Komisch, jetzt hat er das da drüben auch gemacht. Nee. Na, also gut, ich muss die ein bisschen anders ransetzen. Hier wird das nicht gehen. Nehme ich den nochmal rüber. Ich muss den nochmal ein bisschen drehen. Zack, 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 zack. Na? Nee, so nicht. Komm, jetzt dreh dich doch mal richtig. Mann, wer würde denn sowas hier umgekehrt hinstellen? Jetzt steht er wieder genau wie vorher. Oh Mann. Ah, hier, aber hier kann ich ihn noch anmachen. Und dann nehme ich das Empfangspad und pack das hier hin. Nee, das war falsch. Ach verdammt. Jetzt habe ich das schon wieder falsch rum hingesetzt. So nicht. Aber so. Dann kann ich hier auch nochmal ein Empfangspad ransetzen. So. Fahren wir rückwärts ran, dann kann er sich das da alles rüberziehen. Und die Teile sind ja auch schon verarbeitet. Kann ich die beiden Tropfen hier auch aufziehen? Kann ich ihn nochmal verarbeiten? Schau mal nicht. Das geht nicht. Irgendwie will der hier nicht rauf. Nee. Gut, dann setze ich den einfach aufs Förderband. Hey. Wie kann der verkauft werden? Und der auch. Die kann ich scheinbar auch nicht verarbeiten. Aber die können hier rauf. Gut. Aber wir haben mega viel Kohle mittlerweile. Da gucke ich gerade nochmal, ob wir irgendwas Besonderes kaufen können. 3-Pfund-Kanone. Davon nehme ich noch eine. Dann fülle ich die hier oben nochmal aus. So. Dann. Flugfahrzeuge haben wir noch gar nichts. GSU Flachbett Tractor Pad. Da sind wir so vollständig. Also mir wird auch so erstmal nichts einfallen. Der kleine Generator. Verbraucht Biokraftstoff und erzeugt Strom. Wahrscheinlich kann ich den mit Holz betreiben. Ich glaube, ich kaufe nochmal einen. Wir haben ja genug Geld. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ob ich mich selber antreibe, wenn ich Holz sammle zum Beispiel oder so. Weil eigentlich müsste das ja dann auf die Tractor-Pads gehen. Und dann in die Generator rüber. Oder? Oder muss ich das selber ranziehen? Nee, sowas geht auf jeden Fall nicht. Aber das Holz geht. Na, wie funktioniert das jetzt? Brauchst du mehr? Okay, woher weiß ich, dass das funktioniert? Ich habe noch eine viel bessere Idee. Ich hole mir jetzt ein Empfangspad. Moment. Ich glaube nämlich, dass es so funktioniert, dass wenn ich so ein Empfangspad kaufe, ich das hier oben ran mache. So. Und so. Dass dann... Oh, Moment, ich packe die mal auf die Seite. Dass ich dann... na gut, der ist auch falsch rum. Dass ich dann automatisch Bäume abfarmen kann und die dann darauf gezogen werden, die Teile.
Ich verstehe aber nicht, warum er immer so oft hintereinander die gleiche macht. Das nervt mich ein bisschen. So. Jetzt packen wir den hier außen ran. Und dann fahren wir los. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Nö. Nicht wirklich. Nicht so, wie ich mir das vorstelle, auf jeden Fall. Dann muss ich die Generator vielleicht auch nochmal anders setzen. Dann setze ich die... Oder ich setze die Batterien anders. So. Packe ich dann hier oben rauf. Aber nicht alle natürlich auf einen Fleck. Und dann packe ich hier die Generatoren rein. Generatoren rein. Die Empfangspads daneben. Jetzt kann ich die Batterien hier oben alle in einer Reihe. Perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann ziehen wir mal los zu dem nächsten Boss. Aber wir sind schon deutlich schwerer geworden auf jeden Fall. Vorne ist wieder die Geocorp-Handelsstation. Ich muss mich, glaube ich, auch mal ein bisschen orientieren. Nicht, dass ich mich wieder irgendwo verfahre und nachher nicht wiederfinde. Ah, das funktioniert scheinbar. Einigermaßen zumindest. Die kann ich nicht verarbeiten. Hey. Hol dir das Holz. Und solange die Generatoren betrieben werden, läuft das die ganze dann auch. Die kann wieder runter. Komische Eiche. Ah, guck, die Batterien laden sich sogar auf. Das ist geil. Angriff. Ich habe noch genug Holz auf Lager, um stabil bleiben zu können. Na. Chewy. Oh. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Verdammt, ging das schnell. Was ist das denn? Wir haben neue Räder. Cool Crusher Wheels. Okay. Der hatte auf jeden Fall nicht genug, dass wir die benutzen können. Wir packen die erstmal beiseite. Wir haben die Sachen jetzt, also wir können die Sachen jetzt kaufen. Das heißt, wir brauchen die nicht unbedingt mitnehmen. So. Okay. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar neue Blöcke. Die können wir jetzt auf jeden Fall an der Handelsstation kaufen. Und deswegen brauche ich die nicht mitnehmen. Das wollte ich gerade sagen. Mann, ich bin immer so konzentriert, dass ich kein Wort mehr rauskriege. Ich bin voll in der Sache. Ey, unser Fahrzeug ist ja richtig overpowered. Können ja gar nichts mehr machen. Boom. Hatte der irgendwas Vernünftiges? Wir haben alle gar nichts. Okay, was haben wir da vorne noch? Also es ist schon wieder ein neues Biom. Wie scheint, es ist irgendwie das Nichts. Und da vorne, die Kristalle würde ich gleich nochmal mitnehmen wollen. So, wir brauchen mehr Strom, also... Ja, ist gut, du kannst mir nichts. So, ich brauche mich nur einmal zu dir drehen und schon war es das. Guck, er flüchtet schon. X-Org. Und... Letzten. Komm, 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 komm. Ey, der hat doch nichts mehr. Was er überhaupt noch fahren kann? Der hat seine Räder irgendwie komplett komisch. Was ist das? Nur das war's. Er zuckt nicht mehr. Level 3 maximiert bei GSO. Okay. Dann fahren wir mal weiter. Holen uns die Kristalle hier vorne. Die Batterien. Ich finde das mit den Generatoren echt cool. Oh, da ist irgendein Drohnenboss ist zu unserer Area hier gekommen. Boah, das ist ja schon echt einfach geworden. Aber ich sehe gerade schon, wir sind schon wieder 4 Minuten drüber. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir noch einen Kommentar, in dem ihr mir schreibt, ob ihr dieses Format oder dieses Projekt gut findet. Dann würde ich nämlich auch bereit sein, mehrere Folgen zu machen. Und in der nächsten Folge fahren wir mal zu diesem netten Ausrufezeichen da hinten. Und ja, gucken wir mal, was wir mit dem Rohstoff machen kann.
Vielen Dank fürs Zusehen. Dann lasst mir doch noch eine positive Bewertung. Das sind dann nochmal kurz hinten dran. Denn das motiviert immer und sowas. So, ich finde, es ist ganz nett, sowas zu haben. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.